Ich meine, ich glaube, zu Meridian zu gelangen wird auch echt schwierig, weil der Primus ja gegen uns ist und wir nicht seinen Deal angenommen haben, weil wir den Primus eh noch irgendwann töten wollen, von daher. Packt Iris am Kragen und setzt sie vor der Chattür. Metzelein, wieso zieht ihr gerade alle eure Messer da draußen? Birdies, was ist bei euch los? Entspannt euch, lasst die klugen, komischen Chemiemenschen komische, kluge Chemiemenschen sein. Und ihr dürft nur hier Messer zücken, wenn ihr irgendwas Essbares damit durchschneiden wollt. Ansonsten gilt das hier nicht. Metzelei, aber irgendwie ist es schon witzig, dass hier gerade so eine Metzelei entsteht. Ich wohne im Kreis Offenbach. Ich habe immer ein Messer dabei, verständlich. Ich habe auch immer ein Pfefferspray dabei, also von daher. Wir sind auf Kurs. Was, keine Knarre? Knarren habt ihr ja offensichtlich nicht. Ihr Noobs. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt diesen Fall endlich gelöst. Ansonsten wird es echt noch anstrengend mit dieser Mission. Oh, ein Offenbacher holt sein Schwert raus. Ich habe eine Knarre. Salt! Ja, Sepp, das saltet mich echt an, weil ich eigentlich nur so... Weil ich jetzt einfach diese andere Mission spielen möchte. Hallöchen, Sepp, Ewi. Schön, dass du auch da bist. Ich möchte jetzt einfach diese letzte Mission spielen und ich möchte mich nicht mehr mit diesen belanglosen Missionen Asanet ersetzen. Weil die einfach... Das Problem ist auch einfach, diese Missionen, die haben halt leider einfach nicht so die Tiefe, wie es manche andere Missionen haben. Und das ist... Ehrlich gesagt, ziemlich schade. Und es nervt. Ich hoffe nur, der Wurm erschreckt mich jetzt nicht schon wieder zu Tode. So sieht das übrigens aus, wenn es keinen Ladebildschirm gibt. Dann wird einmal kurz alles geladen. Zack, zack, fertig. Man hört den Wurm gerade irgendwie. Das ist auch der Bereich, wo der Wurm immer ist. Und... Der hat mich letztens schon zu Tode erschrocken, deswegen würde ich ganz gerne darauf verzichten, den jetzt nochmal zu sehen. Schon die ganze Zeit hast du mich wieder überlesen. Ehrlich, Sepp? Oh, es tut mir leid. Sorry, aber das habe ich echt überhaupt nicht gesehen dann. Sorry, wie geht es dir denn, Sepp? Das ist wirklich mein Klassiker, dass ich die Leute überlese, hallo? Ich bleibe meinen Prinzipien halt treu. Überlese immer deine Zuschauer, das ist immer gut. Was sagt man so? Ich glaube, es tut mir wirklich leid, dass ich es überlesen habe. Ich hoffe, der Wurm erschreckt mich nicht jetzt wieder zu Tode. Isa, 2917. Nicht ganz nerdy. Hä, Sepp, das hat das überhaupt nicht... Hä, das habe ich mir doch nie gesagt. Ist jetzt nicht so, als würde ich das als Absicht machen, dass ich Leute überlese. Ich bin die Letzte, die sowas macht und alle wissen, dass ich das auch nicht bewusst mache. Hier scheint nichts zu sein. Hier sind überall Sandlöcher. Wir sollten uns vielleicht mal unter der Oberfläche umsehen. Können wir jetzt buddeln oder was? Achso, wir scannen den Boden. Das ist ja viel zu einfach. Was muss ich hier scannen? Ah, hier sind Schritte. Die eigentlich... Irgendetwas war hier und wurde in diese Richtung geschleift. Oh, yeah! Tumman! Vielen Dank für den Sub. Schön, dass du mit der Birdie Airline fliegst. Dankeschön dafür. Mir geht's ganz gut. Ich will dich nur ärgern. Mann, nein, das ist so... Keine Ahnung. Das weiß ich halt auch nicht. Ich weiß halt nie, wie sowas in so eine Richtung geht. Und dann finde ich das auch immer sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Das ist total gemein, Sepp. Plündere. Ich bin vermutlich nicht erfreut, uns zu sehen. Ach, dir geht es gut. Das freut mich. Go Overwatch. Nein! Ich spiele das, worauf ich Bock habe und das macht meinen Stream aus. Aber vielen Dank für deinen Sub, trotzdem. Wieso sind hier so viele Leute? Was ist das hier für eine Party auf einmal? Das sind ganz schön viele gerade. Wo
andere Salem? Hä? Hey, ist das nicht Salem? Ich weiß es nicht, aber hier sind ganz schön viele gerade. Also. Hätte ich ein Problem damit? Ist das nicht Salem? Wie oft willst du das sagen? Spawnen die gerade immer wieder? Warte mal. Ich weiß, wie man am besten fragen kann. Tiefling. Ich habe ein bisschen den Eindruck, als hätte ich den Questbug gerade, um ehrlich. Was macht Batrunner gerade? Aber alles andere als in guter Verfassung. Wir müssen. Ach ja! Geben Sie mir mal das Mädchen. Salem? Was ist hier passiert? Oh, jetzt liegt er auch nicht mehr darum. Finden Sie das nicht etwas zu vertraulich für unsere erste echte Begegnung? Er ist verwirrt. Ich hatte Sie kontaktiert, weil ich darauf hoffte, einer meiner Verdächtigen würde etwas Unüberlegtes tun. Leider hat er es tatsächlich getan. Ich denke, er wollte mich hier draußen verschwinden lassen, während er mein Tarngerät benutzt. Jeder Salem, dem Sie begegnet sind, war in Wahrheit Dr. Aiden. Aber Sie haben... Er hat mich gebeten, einigen Spuren nachzugehen, die ihn belasten könnten. Lassen Sie mich raten. Aiden wollte, dass Sie die Indizien scannen? Ich hatte vermutet, dass der Verräter Botschaften in optischen Encodern versteckt hat. Diese Botschaften waren der Beweis, den ich brauchte. Was? Allerdings würde ein derart leistungsfähiger Scanner wie Ihrer sie löschen. Aiden hat Sie und meine Nachforschung benutzt, um seine Spuren zu verwischen. Was für ein raffinierter Mistkerl! Ich habe das Gefühl, ich bin für Sie und Dr. Aiden nicht mehr als eine Schachfigur. Wenn Sie meinen? Viel wichtiger ist aber die Frage, wessen Schachfigur Aiden ist. Alle Spuren führen zurück zu unserer Arche. Aiden hatte nicht die nötige Freigabe, um Logs oder Navigationsdaten zu ändern. Dennoch ist er eindeutig schuldig. Ich nehme an, Aiden ist der Strohmann einer Verschwörung, an der auch die Cat beteiligt sind. Und er ist der Schlüssel, um sie auffliegen zu lassen. Mal ganz ehrlich, dieser Salem könnte jetzt auch Dr. Aiden sein. Mir reicht's mit diesen ganzen Verschwörungen. Ich lasse mich nicht mehr benutzen. Aiden hat versucht, mich zu ermorden. Was denken Sie, könnte er anderen antun? Sagen wir zum Beispiel Ihrem Bruder. Er hat das letzte Beweisstück übersehen, den Pfeil, mit dem er mich vergiftet hat. Er steckt immer noch in meiner Brust. Wir könnten Aidens Schuld beweisen und ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen. Er würde einem Treffen mit Ihnen zustimmen. Aber es ist Ihre Entscheidung. Wir bräuchten einen Ort, an dem wir uns mit Aiden treffen können. Irgendwo auf neutralem Boden. Es gibt auf Kadara einen Ort, die dafür in Frage kämen. Klingt gut. Schick ihm eine Nachricht. Ganz ehrlich, ne? Was ist das für eine Mission? Mal ernsthaft, diese Mission ist so unfassbar unnötig und anstrengend. Also wenn das irgendwie Einfluss hat oder Wissen hat für die Hauptmission, für die Hauptgeschichte, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wo habe ich angefangen, diese Mission zu machen? Ich glaube, auf der Tempest hat es angefangen. Dann bin ich auf Hawaii geflogen. Dann bin ich zu Nexus geflogen, um dann dort was zu machen. Jetzt bin ich auf Eladen. Jetzt muss ich noch nach Kadara fliegen. So langsam... Ey, diese Mission ist halt einfach so... wir müssen noch ein bisschen was machen, um das Spiel hinauszuzögern. Und deswegen... Nein, wir können uns nicht einfach irgendwo treffen auf der Tempest oder so. Nein, können wir nicht. Wir müssen noch nach Kadara fliegen. Ich spiele jetzt aber kein Overwatch. Pumpman, wirklich, ist es egal, ich werde heute kein Overwatch mehr spielen. Und da hat Iris auch vollkommen recht. Info für die Hauptgeschichte, why did they all die? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, also wahrscheinlich ist es dann so, ja, not to know, dass wir irgendjemanden gerade gefunden haben, der hier die Salarianer verraten hat, blablablub, ne? Aber ich wette mit euch, dass das überhaupt keinen Einfluss darauf haben wird, was dann am Ende passiert.
Und das ist halt so ein bisschen ätzend. Gleich wird dir was abgebrochen. Ja. Spiel, nein, wird's nicht. Aber diese Mission ist einfach so, ich empfinde sie gerade einfach nur noch als so ein Lückenfüller, wirklich. So von wegen, ah ja, wir sind jetzt kurz vor der letzten Hauptmission, wir schieben mal kurz was rein und dann, vor allen Dingen, aber das einzig Ätzende ist halt wirklich, dass ich mir die ganze Zeit Ladebildschirme angucken muss, das Gefühl. Das ist halt das, was mich so nervt an dem Spiel gerade. Es ist einfach nur, ich reise vom Ladebildschirm in einen Klass, in ein System, reise dann vom System zu irgendeinem Planeten, wo du dann schon wieder so einen den kannst du wenigstens ein bisschen skippen, den Ladebildschirm. Dann reist du da an, dann bist du jetzt hier auf Kedera, dann musst du noch in die Slums erstmal dich hineinladen. Das ist immer so, ich finde es so... Es ist halt so barrierebehaftet. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ja, es gab es bei Witcher Ladebildschirme. Ja, aber auch irgendwie nicht so krass. Okay, da ist man auch nicht zwischen Planeten rumgewechselt, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem, das ist so... Die Ladebildschirme sind halt wirklich der Haken. Und ich finde, die Ladebildschirme nerven auch unfassbar, wenn man so eine Mission macht, wo man dann zwischen 5 Planeten plötzlich hin und her wechseln muss. Und das ist halt wirklich ätzend. Und ich finde die Nebenmission jetzt auch nicht so dolle, weil die halt einfach auch echt wenig Inhalt bieten einfach. Aber wo sind hier denn nochmal die Höhlen? Hier, ne? Da. Nein. Isa hat geparkt. Wieder on point, möchte ich mal merken. Wieder on point. Hast du mal Licht an oder so? Mir lädt es nicht so lange wie GTA Online. Ja, okay, GTA Online lädt wirklich lange. Da hast du vollkommen recht. Wenn ich wahrscheinlich den Kleiderschrank hier aufbauen werde und die anderen beiden Schränke rauskommen, ergibt es wohl nicht viel Sinn, meine Klamotten einzuräumen, aber aus 3 Koffern und einem Karton zu leben, ist irgendwie kacke. Ja, aber da musst du wahrscheinlich auch erstmal einfach durch, Iris. Also das kriegt man hin. Ich wäre nicht sicher, dass Mass Effect Andromeda mehr Beispielfläche hat als Witcher. Ich glaube auch, tatsächlich. Ja, da gebe ich dir recht. Da sind sie ja. Sind sie den Spuren nachgegangen? Ja, herauskam, sie sind Kollaborateur und Mörder. Und eines ihrer Opfer hat überlebt. Alte Spione sind also wirklich unverwüstlich. Dieser alte Spion würde sie fertig machen, wenn er nicht einen Beweis in seiner Brust hätte. Ich wollte ihnen ein würdiges Begräbnis bieten. Die Zeit war zu knapp, um sie von unserer Sache zu überzeugen. Ihre Tat ergibt weder logisch noch taktisch einen Sinn. Tja, ihnen fehlen Informationen. Einige von uns wurden früher geweckt, um die Arche bereit zu machen. Dann stießen wir auf die Cat, einen unbesiegbaren Feind. Also haben wir entschieden, unsere Arche zu opfern. Wir wollten die Geheimnisse der Cat erforschen, um sie und ihren Aufstieg eines Tages vernichten zu können. Sie haben sich also als Verbündete der Cat ausgegeben, um ihnen in den Rücken zu fallen. Hören Sie, es gibt außerhalb von Helios ein ganzes Reich der Cat. Sie sind allmächtige Eroberer, die irgendwann hier einfallen werden. Was wir herausgefunden haben, könnte uns vor der Vernichtung bewahren. Schenken Sie uns die Freiheit und wir verraten es Ihnen. Vergeuden Sie dieses Wissen nicht. Was bieten Sie mir an? Einzelheiten über das Reich der Cat, Vasallen, mögliche Schwachpunkte, Geheimnisse über den Aufstieg. Die wir nicht überprüfen können. Sie könnten das auch einfach erfunden haben. Wir mussten für diese Information Zivilisten opfern, Major. Wollen Sie, dass das alles umsonst war? Okay, das ist so ein Ergebnis, wo ich denke, okay, gib mir ein paar Informationen, mit denen ich arbeiten kann. Das finde ich cool. Ich entferne mich erstmal wieder. Viel Spaß noch bei den Ladebildschirmen. Thomas, es war so schön, dich mal wieder hier zu haben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Samstagabend auf jeden Fall noch. Mach's gut. Tschüllülö. Die sind ja auch Unterhosen. Das Problem zum Beispiel, dass zum Beispiel die Unterhosen ganz unten im Koffer sind. Oh Mann. Sie sind der letzte Dreck. Aber wenn uns ihre Geheimnisse retten und im Kampf gegen den Aufstieg helfen können, haben wir einen Deal.
Kein Geheimnis ist es wert, dafür vor den Cat zu knien. Er hat denen unsere Arche überlassen. Und wir haben sie gerettet. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Vertrauen Sie Aiden, ist das Ihre Verantwortung. Wenn ich ihn wiedersehe, können Sie ihn nur noch an den Zähnen identifizieren. Ja, das ist ich okay. Schicke Ihnen sofort sämtliche Informationen, die ich habe. Mein Leben liegt in Ihrer Hand. Danke für Ihre Weitsicht. Sie wissen nicht, wie viele Leben Sie dadurch retten. So. Hey, du hast effektiv ein ganzes Volk verrecken lassen. Sag uns ein paar Sachen und du bist frei. Ja. 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 Iris, du kannst auch ohne Unterwäsche leben. Da gebe ich Skuma vollkommen recht. Ja, und ja, ich bin da jetzt auch was drauf eingegangen, weil ich diese Informationen haben möchte. Mal ganz ehrlich. Keine Ahnung. Die Ketten sind scheiße, aber wir haben das ja schon selbst mitbekommen, dass hinter den Ketten halt wirklich ein ganzes Reich liegt. Es ist nicht nur in dieser Galaxie, es ist auch in anderen Galaxien, dass die Ketten da sind. Und ich denke mal, das sind halt auch so eigentlich die Teile, die für die nächsten Andromeda-Spiele, ja, die Erweiterungen darstellen sollten, aber... Einknasten und so lange Last Christmas vorspielen, bis er redet, wäre natürlich auch eine Taktik gewesen. Ryder. Jetzt redet keiner mehr von euch, okay. Mails gibt's nicht. Oh mein Gott, wir können die Hauptmission machen. Wisst ihr was? Ich möchte mal eben kurz... das Spiel speichern. Ich musste noch eben durch die Tür gehen. Das Spiel ist manchmal so bekloppt einfach. Weil ich einfach gerne wissen würde, bei wie viel Prozent? 80! Oh mein Gott, ja, dann kann ja wirklich nicht mehr viel kommen. Krass, wir sind bei 80% schon? Heftige Scheiße. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Ja, dann. Crewmitglied einberufen, das wollten wir auch machen. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung, aber wir wissen, dass sie sich irren. Die Aktivierung der Gewölbe reicht nicht, wir brauchen auch das Herzstück. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten ja! Befehl? Ich doch nicht. Wir werden uns ihnen widersetzen. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder, Raker? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall. Gute Nacht, Nerdy. Schön, dass du da warst. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt doch nach einem soliden Plan. Raker, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute, es ist soweit. Legen wir los. Ich dachte nicht, das klang wirklich sehr cool. Das klang wirklich sehr, sehr cool. Ich bin jetzt echt gespannt. Aber irgendwie vermisse ich halt meine Love-Szene mit Doll. Das ist ein ziviles Schiff. Was sollen Sie machen? Meinen Lohn einbehalten? Wir werden bezahlt. Wieso? Geben Sie bei unserem nächsten Besuch auf Kadara einen aus. Wir werden bezahlt, das war auch eine geile Frage von Drake. Sie sollten mal ich finde das immer schön, dass die Türen so schnell aufgehen in diesem Schiff. Scheiße, Sie ja? Bis später, Joe. Bleib stark, Liebling. Aber so süß! Auch wenn er nicht mit nichts Gespannenes Angesprächsthemen für mich hatte, aber das ist so süß. Das freut mich ein bisschen, ey. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Ja, ich weiß, Suvi. Und ich bin auch froh, dass wir endlich tatsächlich mit der Hauptmission endlich mal weitermachen können. Wir haben schon wieder ein neues System gefunden. Das heißt, wir dürfen da auch nochmal alles scannen einmal. Es ist halt immer nur, also ich empfinde das als Spieler gerade einfach nur so, aber wir müssen ein bisschen mehr Content generieren, ach, dann sollen sie einfach nochmal ein System scannen. Ist das hier das System? Meridian müsste hier irgendwo sein.
Anomalien gibt es nicht. Gibt es gar keine? Anomalie geortet. Der schwarze Punkt ist es hier. Ich habe etwas gefunden. Eine Eisdecke. Die ist auch sehr klein hier, wirklich. Die hätte ich auch nicht entdeckt. Ah, ah.